Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo in der Bastelideen-Challenge von Folia. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute geht es weiter mit Basteln, logischerweise. Und ich möchte mit euch heute eine Einladungskarte basteln. Dafür habe ich mir diesen Regenbogenkarton herausgesucht. Daraus werde ich mir eine Faltkarte machen, also das ist die Grundkarte dann. Dann werde ich das Ganze wieder strukturieren, also embossen, mit so einer Embossing-Schablone. Ich habe mir hier so Zahnräder ausgesucht. Und zwar werde ich diese wieder in meine kleine Handtasche reinmachen. So sieht die aus. Werde ich gleich euch auch zeigen, wie das funktioniert. Und dann habe ich mir das Papier noch ausgesucht. Dieses holographische mit so einem leichten Goldstich, würde ich jetzt mal sagen. Papierrester. Und ich habe mir Kreise ausgestanzt. Und zwar dreimal große von dem holographischen Papier und dreimal bunte von diesem Papier. Und wer keine Stanzmaschine hat oder Stanzschablonen, der macht das ganz normal mit einem Zirkel und schneidet sich das Ganze dann aus. Ihr benötigt außerdem die 3D-Punkte. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Ich weiß gar nicht, wie die bei Folia heißen. Habe ich schon wieder vergessen. Kann ich euch gar nicht sagen. Und ich nehme hier die Rubbellinge. Und zwar Geburtstag. Ich werde das Ganze aber mit dieser Party-Time machen. So, was muss ich als erstes tun? Ja, wenn ihr noch nicht solche Kreise habt, dann stanzt ihr die euch aus. In zwei verschiedenen Größen. Je dreimal. Und dann nehmt ihr euer Blatt Papier oder euren Motivkarton und macht euch eine Faltkarte. Ich glaube, ich nehme das sogar, weil mir das ein bisschen besser gefällt. Es geht weiter. Ich gestalte meine Punkte. Bevor ich die zusammenklebe, nehme ich hier meine drei bunten Punkte, nehme die Rubbellinge und schneide mir die Zahlen 1, 2, 3. Und zwar will ich das machen, 1, 2, 3, Party Time. Wenn ich damit fertig bin, nehme ich meine erhöhten Punkte und nehme ich so 4 Stück, mache die hier in die Mitte, mache das Klebeplättchen ab ist schon okay und bringe das hier drauf. Das mache ich jetzt auch mit 2 und 3. So, ich habe mir jetzt hier zwei so Papierschnipsel ausgeschnitten. Da habe ich mir jetzt noch so ein Ecken runtergeholt, weil ich ja hier Kreise habe und mal gucken, wie das dann aussieht. Da geht man einfach hier rein und dann hat man halt keine Ecken mehr, sondern runde Ecken. Runde Ecken, alles klar. So, ja, sieht schon gleich anders aus. Produkte wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich werde das hier drauf bringen, auch wieder, diesmal nicht mit Punkten, weil ich da zu viele bräuchte. Ich nehme doppelseitiges Klebeband, was ein bisschen erhöht ist. Bevor ich das aber mache, nehme ich mein Party Time und mache das dann hier auf das drauf. Mal gucken, wie es hinten aussieht. Genauso. Okay. Party Time, sehr schön. Ich weiß es gar nicht, war das so, dass es hinten ein bisschen hochgegangen ist? Ist ja nicht schlimm. So, jetzt kann ich das drauf machen. Ich nehme jetzt, wie gesagt, mein doppelseitiges Klebeband. Das mache ich hier einmal so drüber. Yes.
klebe das hier drauf. Witzig. Witzig. Katrin, echt witzig. Ja, wie sie leibt und lebt die Katrin, ne? So kennt ihr mich. So, aber ich sag's euch, das ist gar nicht so einfach. Basteln und gleichzeitig quatschen. Das ist echt, ja. Deswegen machen viele diese Voice-Over, wie sich das nennt. Einfach, weil das viele sich nicht antun, auf Deutsch gesagt. So, ich bereite das schon mal vor. Auch hier mache ich doppelseitiges Klebeband, was etwas erhöht ist, drauf. So. Bring es aber noch nicht auf. Also, alles ist vorbereitet. Hier noch nicht. Auch das wird erhöht. Nummer 1. Nummer 2. Und die letzte Nummer. So. Jetzt habe ich ja mir diese Schablonen rausgeholt. Und zwar diese Prägeschablonen. In einem anderen Video habe ich euch gezeigt, wie das geht mit einem einzelnen Blatt. Heute zeige ich es euch, wie es halt in der Karte geht. So, wir haben hier diese Zahnräder und dieses Muster habe ich dann hier auf dieser Karte. Ich lege die hier so rein. Nachteil hierbei ist halt, dass man dann hier so einen kleinen Rand meistens hat. Heute nicht, weil meine Karte halt genau hier so reinpasst. So, guckt man, dass das auch gerade liegt. Jetzt nimmt man diese zwei Platten, die kann weg. Legt das drauf. Jetzt hole ich mein Handtäschchen. Legt das hier rein. Jetzt wird das einmal durchgekurbelt. Ich weiß gar nicht, was das Teil damals gekostet hat. Ich glaube zwischen 30 und 40 Euro. Und so eine Prägeschablone gibt es auch, glaube ich, zwischen 3 bis 5 Euro. Gibt es natürlich auch teure, wie das halt überall ist. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr schön aus. So sieht es jetzt aus. So, der letzte Schritt wird es sein, das Ganze jetzt hier anzuordnen. Ui, hier habe ich aber Glück, das passt gerade so. Da hatte ich jetzt aber Glück, da habe ich gar nicht drauf geachtet, seht ihr? So, jetzt gucken wir mal, ob das hier drauf passt. Da wird das nämlich nichts mehr werden mit 1, 2 hier unten drunter. Ich hatte es nämlich so vor. Ich wollte es nämlich so machen. Wäre auch so möglich, aber ich denke mal, das sieht auch gut aus, wenn wir das Ganze jetzt da drauf kleben und dann 1, 1, 2, 3, Party Time. 1, 2, 3. Ja, kann man sich aussuchen. Ich nehme das, dass ich hier anfange und das mache ich jetzt noch. Karte ist fertig. Echt faszinierend. Was man immer so mit den ganzen Materialien herstellen kann, oder? Also der Meinung bin ich. So, meine Guten, das war's. Eine weitere Vorstellung, diesmal eine Einladungskarte. Ja, mir gefällt sie. Mir gefällt sie echt gut. Und ja, wenn ich jetzt das nächste Mal basteln würde, entweder das Partytime anders gemacht oder halt eine größere Karte genommen. Könnte man ja auch nehmen, A5-Karte, ne? Also A5 Größe, das ist das Deckblatt. Sehr schön. Okay, meine Guten, ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Der eine oder andere macht es vielleicht irgendwann mal nach, wenn eine Party im Haus ansteht. Und dann verabschiede ich mich heute von euch. Habt einen tollen Tag. Bis bald, eure Katrin.